Okay, jetzt kapiert es. Warte. Schwert des Drachen, also verkauft. Ha! Verkauft. Ja, gut. Ja, du hast ja davor hier noch nie MMORPGs gespielt, ne? Oder? Na, nicht so wirklich. Jo, dann ist es sowieso alles komplett Neuland. Dauert eine ganze Weile, bis du mehr oder weniger alles kennst. Ich entscheide mich, ich hasse das bloß immer beim Looten. Mit dem ganzen Inventar. Ja, das Problem habe ich in jedem Spiel. Wenn es sowas in die Richtung geht. Du, mit DAF-Waffenhändler sprechen. So, ich glaube, ich habe jetzt alle Quests. Ich bin der Kirscher, besiege Geisterspinne, besiege Tastan, verschlingere, besiege Arakene, zerstöre Spinnenwebel. Oh, okay. Oh, robuste, schwere Feenrüstung. Die Handschuhe. Sehr geil. So. Physische Verteidigung 35, 26. Du hast die Stufe noch nicht erreicht. Und diesen Gegenstand. Ah, vor dir Stufe 8. Alter, Scheiße. fuck. Können wir ein bisschen rumlaufen und ein paar Leute killen? Ja, mach ich gerade schon die ganze Zeit. Ach, bist du noch in dem Lager oben drin? Ja, ich mach dir die Begleitquest, hol ich mir jetzt den Inugi oder so ähnlich. Ah, okay. Weil der will wieder zurück zum Lager. Da. Ich hab Stufe 7 erreicht. Fähigkeiten waren auf K. Inugi ist gut, aber other Brogin wants to kill Inugi. Help! Help! Inugi ist gut. But other ones wanna kill Inugi. Help! Oh man. Bist du das? Ne. Schalko. Aha. Ich bin gerade noch unterwegs. Ah, Schildpeinigung hat auch ein Level up. Hopp. Das geht halt immer nur bis maximal so hoch wie dein eigenes Level, ne? Genauso ja. Wie die Gefährten von dir. Genau. Der Gerechtigkeitshieb ist auch noch am Schlüssel. Das ist Level 3 geworden. Autoangriff. Okay. Even the smallest beam of light can pierce the darkness. Dawn will yet come. Hä? I've got just the pointy stick for you. You wouldn't hesitate in battle. Need a potion? Why hesitate while shopping? Take a look around. Nee. Something feels wrong here. See what Hoffman has to say. Ach, da bist du ja. Jo, ich gebe gerade die 2 Millionen Quests hier ab. Ja, ich gebe es auch gerade ab. Oh, überall wieder neue Items. Hm. Härtemeister, ein Härtewaldschwert auf plus 5. Also muss ich doch diese Steine verwenden wahrscheinlich, oder? Für die Quest die eine, ja. Muss hoch pushen auf Level 5. Da. Klappt aber auch nicht immer. Das ist ja das, was ich vorher so umgeflucht habe. Wo ich ja 6-7 Steine verballert habe, um eine Schuhe hinzukriegen. Jetzt ist mein Schwert weg. Nee. Doch, ich hab's aber nicht. Ich hab's nicht gemacht, weil ich hab's nur oben in der Leiste unten nach oben ins Inventar reingezogen, weil es da nicht mehr war. Das ist weg. Hä? Du hast so ein Schwert dran? Des Drachenritters. Ja, ich habe ein Schwert dran, aber das ist ein ausgerüstet Waldschwert. Aber wo ist es jetzt? Ich sehe das gar nicht mehr. Wenn du P drückst in deinem Schwertslot,
Waldschwert. Ah, ja. Okay. Jo. Ja, aber das ist aus dem Inventar verschwunden. Ja, das kann sein, wahrscheinlich hast du vorher ausgerüstet. Erfolg sehr hoch. Ja, auf Stufe 4, ja. Ja, genau. Ich habe bei sowas immer Pech. Ich habe auch Stufe 4. Ja, muss noch einmal auf Stufe 5. Waldschwert wurde gehärtet auf 4. Dann muss ich habe noch 5 von den Steinen. Ja. Aber für die Quest brauchst du auch Stufe 5. Ja, hat er. Jetzt. Ach, plus 4. Ja, da steht jetzt mal dran, hier viel geschlagen. Wurde gehärtet auf plus 5. Lacker. So, die anderen Steine hebe ich mir auf, oder? Ja, klar. Mit Dachwaffenhändler sprechen. Härtenmeister und Abschluss. Stufe 8. Jetzt kriege ich nochmal 20 von diesen Härtungssteinen. Jupp. Robuste, schwere Waldrüstung. Oida. Need a potion? Schäbige, robuste, physische Verteidigung. Oida. Von physischer Verteidigung, die Stiefel, ne? Von physischer Verteidigung 15 auf physische Verteidigung 50. Jupp, klingt schon besser. Magische Verteidigung von 12 auf 40. Dann hast du aber echt ein paar Quests nicht gemacht, weil normalerweise sind die Sprünge nicht so groß. Möchtest du die neu erworbenen Gegenstände ausrüsten? Bestätigen. Geil mit dieser Infobox unten. Ja, also mich nervt die immer stellenweise, weil ich will das immer selber nachgucken. Genau, robuste Waldstiefel, robuste Handschuhe, Handdach. Das. Robuste Waldhandschuhe. Ach, die kann ich ja selbst. Robuste Waldhandschuhe. 26, 20, 30. Physische Verteidigung 26, 30. Einmal ausrüsten, bitte. Lol. Daraus, nee. Da würde ich eher eiskalt verlieren. Robuste, schwere Waldrüstung. Okay, das haben wir jetzt auch. Robuste Feenhandschuhe. Okay. Waldschild. So, dann kann ich den Rest jetzt verkaufen. Also jetzt können wir von mir aus kämpfen, wenn du möchtest. Schwere Feenrüstung. Nein, heute noch nicht. Jetzt gleich heute. Ich muss es noch verkaufen hier. Robuste, schwere Feenrüstung. Hey, warte mal. Hab ich jetzt robuste, schwere Waldrüstung. Robuste, schwere Feenrüstung. Was habe ich ausgerüstet? Physische Verteidigung hat die 133 und die andere 140. Guardian. Alora. Die Feenrüstung hat 140 Verteidigung. Waldrüstung 133. Magische Verteidigung hat die Feenrüstung 112 und dann 106. Ach ja, genau deswegen Stufe 8. Okay. Jetzt können wir kämpfen. Hä? Oh. Das ist nicht nett. Alter. Das mit dem Heilen. Das mit dem Heilen ist halt scheiße. Ja, aber sonst. Nein, nein! Boah, Alter! Nein, nein! Meine feiert! Boah, Alter! Haust du einen Schaden raus? Ich kann nichts, jetzt kann ich wieder was machen. Kannst mich healen? Ich hatte 82 Lebenspunkte noch. Ja.
Ja, ab dem nächsten Level wird es dann mehr oder weniger interessanter bei mir, weil da wieder mal ein Heilspell mehr, der sogar auch Schaden macht. Ich habe jetzt 782 Life Points. Ja, ich mag's. Ich heile mich hier gerade bei dir zu Tode. So. Danke. Alles echt nice hier. Das ist eine brutale Reichweite, der Heal. Was ich da hier für die NPCs und so mitteile. Lol. Wo sehe ich nochmal meinen Level-Fortschritt? Ganz unten, unter deiner 1, 2, 3 Leiste. Ach ja, da. Oh, fuck. Ja, bei mir fehlen noch 2, 3 Millimeter bis 8. Ich habe gerade mal ein Viertel. Oh. Ich muss mal ein paar Quests machen, oder? Ja, wenn du M drückst, hast du echt hier keine irgendwo Quests mehr, außer jetzt da hier oben, wo wir jetzt gerade stehen. Doch, da oben. Es gibt auch Kampfrationen. Ja, weil zur Not kannst du auch in die anderen Gebiete mit dem Transportschrein nochmal hin, ne, wenn du keinen Bock hast, ihn zu latschen. Ja, warte mal, Rückenschatz. 10 Extraktor von Chenny. Benutze ich Stufe 10 Extraktor. Das sind 23 Meter von hier. Ja, das war bei dem hier, bei dem Waffenhändler. Du hast hier so einen Extraktionsstab im Kanal. Ja. Im Dingsbums, ja. Den musst du auf dem Extraktionsschwert oder was du da mal gekriegt hast, hier anwenden. Da wurde das Ding zerstört. So kriegst du ja dann Gegenstände wieder her zum Härten und so weiter. Der Gegenstand wird zerstört. Ah, okay. Stufe 20 Elite-Herrschungsstein. Genau. Deswegen musst du halt schwer überlegen, ob du die Seite verkaufst oder lieber zerstörst, dass du einen Härtungsstein kriegst, dass du dein jetziges Teil, was du gerade momentan hast, upgradest. Ich habe 27 von der Stufe 5 Elite-Härtungsstein. Ja, ja. Ja gut, Stufe 5 ist ja auch nichts. Das ist ja... Stufe 15. Ja, der ist schon eher. Da habe ich 27 Stück davon. Jopp. Du brauchst aber auch einige, weil du hast hier umso höher die Steine, umso geringer ist die Chance, dass es funktioniert. Plus 1, 2, 3, 4 ist meistens kein Act, aber ab 5 fängt das Geficke an. Ja, dann hau ich die Stufe 15 mal ein bisschen raus, oder? Und härte mal ein bisschen. Kannst ja eigentlich, ja. Keine Ahnung. Ich habe meine mal hier dann mal ab Stufe 10 oder irgendwie sowas aus denen in die Stadt geschickt. Zumindest hier, nachdem wir jetzt hier in die Ruinen reinlatschen zu den Spinnen. Ja, und da ist die Bank. Da habe ich mir bei meinem ersten Charakter die Bank reingeschmissen. Weil, keine Ahnung. Da, das habe ich. Okay, Jenny. Raginschatz im Gange. Ja, war das Solo-Instanz? Ja. Kacke. Allora. 600 Meter, 700 Meter. Den Hauptkörper abschneiden. Die Elite-Räuber bis sie Ehren machen. Oh, Scheiße. Das ist weit weg. Ja, wenn es weit weg ist, dann hast du das mal verpasst, weil das was du gerade sagst, klingt mir eher wie die zwei Gebiete davor. Ja, genau. Oh, dann wieder hinreiten. Weil vor allen Dingen, ich würde die Quest dann jetzt eher machen, anstatt hier irgendwann hier zu hochlevelig bist, weil dann kriegst du nämlich keine EP mehr. Oder ja, bringst du nichts mehr, sagen wir mal so. Ja. Ich mach gerade hier mal noch so ein paar rechtschaffende Autorität. Lol, nice. Verursacht 60 bis 77 Schaden an Gesundheit alle 3 Sekunden lang für 30 Sekunden. Klingt gut. Ibrahim Schaman.
Ja, weil irgendwann, wenn du die Quest da fertig hast, kannst du nämlich den Titel auswählen und der gibt dir auch nochmal 10 Angriff mehr. Okay. Ja. Weil verschiedene Titel hier haben, also manche Titel haben auch hier noch einen zusätzlichen Effekt, wenn du die hast. Hm. Okay. Zack, bumm. Soll ich haben den Schamane hier kaputt machen? Essen vergiftet. Haha. Geil. Gewährnisse und Kampfrationen. Freya. Duberus. Ay, 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 ay. Amulett. Da haben wir wieder so einen Schamane. Ja. Regin-Amulett, okay, da haben wir wieder ein paar. Abschließend. Abschließend, Tose. Okay. Sorekt. Duberus. Arante, Sorekt. Arante. Schatzi, dass du noch wach bist. Krass. Normalerweise schläft sie mal gleich, weiß ich. Oh, sie dreht sich um. Jetzt ist sie gleich weg. Huh. Mann. Also die Einzelinstanzen sind mittlerweile gar nicht mal so ohne. Was ist los, Schatzi? Ich soll fragen, ob die bei dir schon schlafen. Ja, schon lang. Schon bevor wir angefangen hatten. Magische Verteidigung macht sich fast. Das kann ich auch noch abschließen. Was, ich soll noch lange zocken? Okay. Geil. Den Satz würde ich auch mal gerne hören. Ich meinte gerade, dann kann sie besser schlafen. Achso. Wahrscheinlich, weil ich rede und dann ist es Meet me in the northern ruins. It's time we got to the capital. Ach, da bist du ja wieder. Ja. Was ist da hinter dir? Ja, deine dämlichen Unterbrechungszauber nerven. Oder Angriffe. Yep. Der Tod für jeden Caster. Mit Inugi Pragin-Arbeiter sprechen. Oh Mann, ich muss wieder davor. Ah. Ich mach mir hier mal fix schon mal die Solo-Dinger, ne, da kommst du eh schneller durch wie ich. Blablabla. Ah ja, genau. Jo. Weil da würde nämlich gleich nochmal hier eine rauchen flitzen und so. Ich würde auch gerne eine rauchen. Ja, immer, das Ding ist auch noch schnell fertig hier.
die Einzelgeschichte-Instanzen. Weil danach hier hatte ich so schnell keine Einzelgeschichten-Instanzen mehr. Also. Okay. Wobei ich ja da auch nur in der Hauptstadt schnell war, hier da die Quests, also hier die Stadterklärung durchgemacht hatte, dann bloß hier hingeflogen zum neuen Gebiet und das war's dann. Okay. Ach, jetzt habe ich das auch die einzelne Geschichte, das ist das eingebebt, meinst du? Okay. Ja, genau. Ja, die mache ich auch noch schnell und dann gehe ich ja noch rauchen. Ja, ich bin einfach voll. Passt. Rufe einen anderen Spieler mit beschwörenden Spielername bei. Ja, ja. Das sind die allgemeinen Tipps. Kannst du ausblenden im Menü. Diese Kackmages hier. Also wie weit muss man denn da laufen, Mann? Ach, man kann doch reiten wieder hin. Wollte ich gerade sagen. Okay, die sind einfach, die Spinnen. Ja, wenn du danach komplett durch bist mit den ganzen mehreren Quests in einer, ne? Also so Ziele in einer, wurde nochmal reingeschickt. Und dann geht der richtige Bossfight ja los. Ja, die kleinen Spinnen sind bei mir One-Hit. Nein. Ja, bei mir auch. Mit meiner ultimativen Fähigkeit, die 8 Sekunden Cooldown hat, dann ja. Aber auch nur, wenn ich 3 Fünkchen habe, sonst nicht. Also bei mir ist es bei meiner schwächsten Fähigkeit, ne? Nein. Die hat Cooldown 2 Sekunden. Ja. Fast so ähnlich wie bei mir, hä? Tastland. Ja, die kannst du scharfbändigen, wenn du hier das dementsprechende Item hast. Findest du Instanzen und sowas. Die Items. Okay. Aber das kann ich, die kann ich jetzt nicht für. Ja, okay, du bist die Bedingungen des Monsters. Jupp. Kann ich ja danach nochmal reingehen. Ja, musst du auch. Das Item kommt noch einige später, so wie ich sie ja irgendwo mal gelesen hatte. Wenn ihr als Gruppe eine Quest losbekommt, alle Mitglieder die Quest-Gegenstände.